jetzt hier die Abteilung Jugendforsch von der Segeljacht Hedonia. Wir laufen gerade in den Kalmarsund ein und sehen voller Freude an Steuerbord eine wunderbare dunkle Regenfront, die uns ja, erwischen wird oder nicht, das wissen wir nicht, das werden wir gleich feststellen. Wir haben vorsorglich jeweils das Großsegel schon mal runtergenommen und laufen jetzt nur unter der Genua mit knapp 5 Knoten, Fahrt über Grund und ja, 13 Knoten Wind. Sehr, sehr moderaten Bedingungen in den Kalmarsund ein. Die Front ist gerade über Öland. Und wenn ich jetzt aufschlage, sehen wir Kalmarsund und Schweden. Ja, wir werden mal sehen, ob uns diese bilderbuchhafte Front auch erwischt oder ob sie an Steuerbord vorbeizieht. Bis denn! Ja, moin moin, da sind wir wieder. Jugendforsch ist vorübergegangen. Es war tatsächlich ein kleines Gewitter und es war aber vielleicht doch ein bisschen übertrieben, dass wir das Großsegel runtergenommen haben, aber man weiß es nicht. Es war nur 22 Knoten Wind, aber das Wetter ist heute wirklich extrem unbeständig. Heute Morgen hatten wir strahlend blauen Himmel und sind mit schönen 17, 18 Knoten Backstabsbrise und 6,5 Knoten, wie auf dem Video vorhin zu sehen ist, durch die Ostsee gerauscht. Jetzt sind wir im Kalmarsund und jetzt zieht gerade eine Front nach der anderen durch. Da vorne regnet es schon wieder. Wir haben, glaube ich, alle Segel heute schon zweimal oben wieder unten gehabt. Jetzt haben wir das Segel gerade das dritte Mal hochgezogen, also das Großsegel. Vorhin hat man nur die kleine Fock draußen, also das ist gerade recht bunt und lebendig, konfuses Wellenbild. Eigentlich hätten wir mitlaufende See haben müssen, jetzt kommt sie von vorne. Was sehr beeindruckend war, war der Wetterbericht, der genau für da auch ein lokales Gewitter vorhergesagt hat. Ja, jetzt laufen wir gerade mit 5,2 Knoten und ja, 70 Grad am Wind bei 8,8 Windknoten Richtung, wie heißt diese schöne kleine Stadt, wo wir hinfahren? Christianopel. Christianopel, nicht Konstantinopel, sondern Christianopel im Kalmarsund. Und jetzt fängt es auch wieder an zu regnen. Und jetzt mach am besten mal schnell die Kamera aus.